Die Schiedsrichtersituation aktuell ist eine Zumutung. Ich spreche in diesem Video speziell über den aberkannten Elfmeter für Eintracht Frankfurt in der Schlussphase gegen die Hertha gestern. Boré läuft an Christensen vorbei, der berührt ihn klar am Fuß, Boré fällt und der Schiedsrichter pfeift Elfmeter. Das ist der Ausgangspunkt. Was daraufhin passiert, ist ein absoluter Skandal und einfach nur Quatsch. Denn auch wenn der Elfmeter hart war, kann man ihn geben. Also wieso zum Teufel nimmt man ihn zurück? Schiedsrichter Frank Willenborg guckte sich nach Absprache mit dem VAR die Szene 5 oder 6 Minuten an, bevor er seinen Elfmeterpfiff revidierte. Alleine daran sieht man doch, dass wir niemals von einer klaren Fehlentscheidung sprechen können. Die Schiedsrichter an den Monitoren haben meines Wissens nach eine klare Grundregel. Eine einzige. Es soll bei einer klaren Fehlentscheidung eingegriffen werden. Also frage ich mich, was machen die Schiedsrichter eigentlich bei den ganzen Schulungen? Ist es so schwer, sich an eine einzige Regel zu halten? Wieso nehmen sich die Schiedsrichter an den Monitoren so wichtig? Das sind so viele Fragen. Und meiner Meinung nach müssen diese Schiedsrichter entweder besser geschult werden oder mit härteren Konsequenzen rechnen für so einen Quatsch. Weil so zerpfeifst du am Ende die komplette Liga und für uns Fans bleiben immer mehr Fragen offen. Wieso greift er hier ein und dort nicht und so weiter und so fort. Es ist einfach nur Quatsch. Die Idee des VAR ist und war immer gut. Die Umsetzung in der Form nach Jahren ist aber immer noch ein Skandal. Und entweder muss man das gesamte System einstampfen oder überarbeiten. Weil in der aktuellen Form verfehlt das ganze Konzept einfach seinen Sinn. Es macht den Fußball nicht fairer, sondern unfairer. Und wenn ich nach dem Spiel dann solche Aussagen wie von Schiedsrichter Willenborg höre, dann wird mir einfach nur schlecht. Denn der gute Herr begründete die Rücknahme des Elfmeters dadurch, dass Hertha-Keeper Christensen ihn zwar am Fuß berührt, aber keine Wischbewegung macht. Und da stellt sich für mich nur noch eine einzige Frage. Theorie hin oder her, aber müssen wir darüber nachdenken, dass im Profibereich nur noch Schiedsrichter pfeifen dürfen, die selbst mal als Spieler auf dem Platz standen? Weil nach so einer Äußerung weiß ich, dass ein Frank Willenborg nie selbst als Spieler auf dem Feld stand. Definitiv. Denn bei allem Respekt, aber hätte der gute Herr mal selbst auf dem Platz gestanden, dann wüsste er, dass so ein Kontakt manchmal einfach ausreicht, um einen Spieler komplett aus dem Gleichgewicht zu bringen. Und manchmal sehen wiederum auch Fouls deutlich härter aus, als sie sind. Als Schiedsrichter sollte man meiner Meinung nach wenigstens so viel Fußballsachverstand haben, um sowas zu realisieren, bevor man sich die Szene 480 Mal am Monitor anschaut. Aber was verlange ich überhaupt? Die Schiedsrichter heutzutage schaffen es ja nicht mal, sich an eine einzige Regel zu halten. Denn die klare Fehlentscheidung, die da gestern vorlag, die sehe ich bis heute nicht. Ihr merkt, ich bin echt angepisst. Und das, obwohl ich fantechnisch nichts, aber auch rein gar nichts mit dem Spiel zu tun habe. Aber sowas kommt in den letzten Jahren ständig vor. Nicht nur in der Bundesliga, auch in der Serie A, der Liga, wo auch immer. Und es macht einfach so viele Spiele und Meisterschaften kaputt. Früher hatten wir Schiedsrichter, die Spiele besser im Griff hatten und die waren alleine mit ihren beiden Linienrichtern. Jetzt haben wir gefühlt 20 Schiedsrichter auf dem Feld und neben dem Platz mit 150 Kameras und die kriegen es nicht hin. Und das kotzt mich einfach nur noch an. Aber was meint ihr? Findet ihr, der VAR hat den Fußball in der aktuellen Form ins Positive oder ins Negative verändert? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Lasst gerne auch ein kostenloses Abo und ein Like da, um den Kanal zu unterstützen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut. Haltet die Ohren steif und ciao, ciao.